Hier ist Easy und ich zeige dir heute, wie du mit diesem Ingwer-Zitronen-Shot noch besser durch die Erkältungszeit kommen wirst. Ingwer ist nämlich ein richtiges Superfood und stärkt dein Immunsystem. Das Beste daran ist, dass der Shot mit nur 4 Zutaten und in unter 5 Minuten im Monsieur Cuisine gemixt wird. Ich aktiviere jetzt erstmal den Kochmodus, wie immer. Und da brauche ich jetzt 70 Gramm Ingwer. Ingwer ist übrigens echt durchblutungsfördernd, antientzündlich, also antiinflammatorisch und entzündungshemmend. Also wirklich so ein Superfood und ein richtig gesundes Lebensmittel. Und ich habe einen richtig guten Tipp. Ich nehme zum Schälen des Ingwers übrigens immer einen Löffel und kratze dann einfach über die Oberfläche. Das ist perfekt. Ich bin übrigens gar nicht so ein riesen Ingwer-Fan, aber ich weiß halt, dass es mega gesund ist. Aber in so einem Zitronen-Ingwer-Shot finde ich das wieder ganz lecker, weil ja auch noch Honig reinkommt. Heißt, für die Süße, dann ist es nicht ganz so sauer und scharf zugleich. Und schreib mal in die Kommentare, wie du Ingwer sonst findest. Und vergiss auf jeden Fall wieder nicht, den Kanal zu abonnieren, einen Like da zu lassen. Und wie gesagt, über einen Kommentar freue ich mich auch jedes Mal sehr doll. Als nächstes kommt noch der Saft von 3 Zitronen dazu und das ganze enthaltene Vitamin C stärkt übrigens die körpereigene Abwehr, also auch super gesund. Die Schalen der Zitronen musst du jetzt übrigens auch gar nicht wegschmeißen. Wenn du darauf achtest, Bio-Zitronen zu kaufen, kannst du nämlich einfach Zitronenwasser draus machen und das finde ich auch immer sehr lecker und man verschwendet nichts. Jetzt kommt der Akazienhonig dazu und der hat übrigens eine entgiftende Wirkung auf die Leber. Und wie alle anderen Honigsorten ist er auch sehr gut dafür geeignet, wenn du ein bisschen Halsbeschwerden hast, weil der sehr, sehr gut lindert. Zum Schluss kommt jetzt nur noch das Wasser dazu. Und dann wird alles nur noch 30 Sekunden Stufe 10 einmal schön püriert. Boah, das riecht einfach schon sehr gesund, würde ich sagen. Also nach Zitrone und Ingwer, so richtig, richtig doll. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass das als Schorle auch gut schmecken könnte. Echt nur so ein ganz bisschen in Glas und dann mit Sprudelwasser auffüllen. Also probier das vielleicht mal aus. Ich mache das auch mal. Und das muss jetzt nur einmal durchs Sieb gegossen werden und dann kann ich den Shot auch schon trinken gleich. So, ich fülle das jetzt noch einmal um hier in so eine kleine Flasche. Und ich habe gerade eben schon angekündigt, mein Kameramann Daniel wird auch auf jeden Fall probieren, weil alleine will ich da nicht durch. Also ich hoffe, der ist jetzt auch nicht zu sauer. Und ich glaube, du freust dich da auch schon drauf, ne? Auf jeden Fall. So, Daniel, los geht's hier. Dann wollen wir mal. Vielen Dank. Hast du schon Bock? Ja, gerne. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr sauer. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Also ist wirklich schon gut sauer, aber ich glaube, der Honig ist noch mal ganz gut. Ohne wäre mir das wirklich zu krass. Ja, aber da kommt was. Also achte auf jeden Fall darauf, dass dieser Ingwer-Zitrone-Shot jetzt kein Ersatz für eine richtig gesunde Ernährung ist. Das ist aber so ein richtig gutes Add-on für die Erkältungssaison, dass du da richtig gut durchkommst. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!